Boah, da schüttelt's mich auf jeden Fall schon. Also, wenn ihr dieses Militäressen gegessen habt, wir werden euch die Arschbacken zusammenkleben, ey. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein neues Militäressen für 24 Stunden, ein neues Meal ready to eat und zwar aus Frankreich. Das ist wirklich sehr gut kompakt verpackt. Bevor wir das gleich auspacken, gehen erstmal liebe Grüße raus und zwar an Woody, Marek und Patrick Free. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, Freunde. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir das Paket auf. Los geht's. Ich habe hier auf jeden Fall den besten Paketöffner der Welt am Start. Geht damit sehr, sehr gut auf mit dem Tomahawk. Dieses Paket hier, dieses Militäressen aus Frankreich, ist wirklich sehr, sehr kompakt, sehr gut verpackt. Das gefällt mir auf jeden Fall auf den ersten Blick. Ansonsten ist das hier Menü 14. Man sieht hier auf jeden Fall alles, was da drin ist. Oh, Schokolade ist da drin. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten habe ich hier auf der anderen Seite noch ein paar Warnhinweise oder Zubereitungshinweise oder so gesehen. Da sind zum Beispiel so Tabletten drauf drin, womit man Wasser aufbereiten kann. Und hier steht auf jeden Fall, dass man 30 Minuten warten soll, dass die Tablette 30 Minuten einwirken muss, bevor man das Wasser dann trinken kann. Naja, wirklich sehr gut. Finde ich wirklich sehr professionell, dieses Paket hier. Hier kann man es auch aufreißen, wie es aussieht. Dann tun wir das hier auch mal. So. Die andere Seite auch noch. Jawohl. Und das ist echt mega gut verpackt. Also ich glaube, dieses französische Meal Ready to Eat ist bisher das bestverpackteste Meal Ready to Eat, was ich hatte. Echt mega kompakt und wenn man es hier aufmacht, alles ordentlich drin. Das gefällt mir, Freunde. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Als allererstes haben wir hier so ein kleines Mix Müsli Energy Breakfast. Das kann man einfach mit Wasser mixen, wie man hier sehen kann, für eine Person 5 Minuten Zubereitungszeit und dann kann man das essen. Auf der Rückseite hier befindet sich nochmal eine Zubereitungsanleitung, also einfach hier aufreißen, so, dann Wasser da reinkippen, insgesamt 125 Milliliter. Ich kippe das hier jetzt einfach mal mit dem Glas rein. So, das sollte in Ordnung sein. Dann nehmen wir uns ganz kurz einen Löffel. Rühren da ein wenig und dann soll das so 5 Minuten einwirken und so lange stellen wir das jetzt einfach hier beiseite, warten bis das sich vollkommen entfaltet hat, bis sich das vollkommen aufgelöst hat und dann werden wir das gleich mal probieren, ne? Und so lange können wir natürlich weiter ins Paket schauen. Wir haben hier auf jeden Fall ein kleines Päckchen. Was ist da alles drin? Wie ich sehen kann, ist da Kaffee drin, aber dieses Päckchen muss ich hier aufschneiden. Weil das schon sehr gut verpackt ist, aber kein Problem mit meinem Tomahawk hier. So, dann haben wir als allererstes hier so ein etwas größeres Paket Kakao. Hier steht ja auch Kakao drauf. Also ein Süßgetränk. Kakao hatte ich bisher noch in keinem Militäressen. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich liebe Kakao. Vor allem, wenn mir meine Freundin den macht. Manchmal so abends. Finde ich echt mega lecker. Das ist schon mal eine richtig gute Sache. Dann haben wir hier einmal Pfeffer und Salz. Ich kann das zwar nicht lesen, aber ich kann mir das hier ableiten. Ah, hier steht es ja auch Salt und Pepper. Alles klar, Pfeffer und Salz in kleinen Portionen. Sehr praktisch auf jeden Fall. Hier haben wir eine Packung Zucker. Dann haben wir hier drin noch eine Packung Zucker. Das hier ist nochmal Pfeffer und Salz. Dann haben wir hier einen Teebeutel, wie es aussieht. Steht hier auch drauf, was das für ein Tee ist. Hier ist auch eine Anleitung drauf. Also für alles eine Anleitung dabei. Richtig cool. Hier steht es auf Französisch. Leider kann ich kein Französisch, hatte keinen Französischunterricht, aber ich denke mal, das wird Pfefferminz oder irgend sowas sein. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das lesen könnt. Ansonsten haben wir hier sogar noch einen Teebeutel. Etwas Rotes. Boah, auch keine Ahnung, was das für eine Sorte ist, aber hier ist richtig viel dabei. Hier ist wirklich richtig viel dabei. Zwei Kaffeeteile, also für Getränke ist hier wirklich sehr gut gesorgt, für heiße Getränke finde ich mega gut. Was haben wir denn hier für ein Tütchen? Das ist eine Suppe, oder was? Oh, hier steht auf allen möglichen Sprachen Suppe. Das ist wirklich eine Suppe.
Hier ist sogar auch eine Zubereitungsanleitung mit dabei. Finde ich echt richtig cool, dass hier so viele Anleitungen dabei sind. Und so eine Suppe ist auch richtig praktisch, denn wenn es mal kalt wird oder so, macht man sich so ein Süppchen, kann das trinken. Da sind auch wichtige Nährstoffe drin und dann geht es einem gleich viel besser. Schauen wir mal kurz, was aus unserem Müsli hier geworden ist. Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht so ein Fan von so Fertig-Müslis. Ich finde, die sehen immer richtig unappetitlich aus. Aber nichtsdestotrotz, das sieht ziemlich gut aus, so im Vergleich zu den ganzen anderen, die ich jeweils schon in meinem Leben probiert habe. Da sind ganz viele Fruchtstückchen drin, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal und ich würde mal sagen, wir probieren das Ganze einfach mal. Guten Appetit! Schmeckt auf jeden Fall richtig fruchtig und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Vergleich zu den ganzen anderen Müsli schmeckt das gut. Also das ist bisher das beste Müsli, Fertigmüsli, was ich jemals gegessen habe. Da kann man sich auch nochmal einen dritten Löffel gönnen, also das kann man echt essen. Was haben wir hier noch so in dem Militäressen drin? Ein kleines Päckchen Taschentücher, 10 Stück oder so sind da drin, schätze ich mal, reicht vollkommen aus. Ist auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier eine kleine Dose, Fisch ist das, lecker, Fisch mit Knoblauch oder Zwiebel, was auch immer. Ach komm, machen wir den mal auf. Vielleicht ist das ja auch irgendeine Pastete oder so, aber Fischpastete oder was? Fischcreme, uiuiuiui, da kommt mir die Soße schon entgegen. Oh, 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 das sieht auf jeden Fall nicht so lecker aus, wenn ich ehrlich bin. Boah, riecht auch wirklich ziemlich streng, aber ich werde das gleich mal probieren. Schauen wir erstmal weiter, was noch so im Paket drin ist. Gucken wir uns mal hier diese Kekse an. Die lächeln mich schon die ganze Zeit an. Vielleicht kann ich ja den Fisch gleich mit so einem Keks probieren, wenn die nicht süß sein sollten. Aber hier sind ja verschiedene Kekse drin. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Ich hoffe, hier sind süße Kekse drin, aber auch herzhafte. Das wäre eine echt ziemlich geile Kombination. Aber dass da schon so verschiedene Sorten drin sind, das ist mega geil. Das hatte ich auch noch nirgendwo. Also wir haben hier einmal dunkle Kekse. Ich weiß echt nicht, mit was die sind, aber irgendwie sieht das aus, als wenn da ein bisschen Schokolade drin wäre, aber sicher bin ich mir nicht. Dann haben wir hier diese normalen Kekse. Das sind auch normale Kekse. Das sind auch normale Kekse. Und hier haben wir dann nochmal etwas dunklere. Also drei verschiedene Keksorten und in dieser Packung sind wirklich nicht gerade wenige Kekse drin. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Habe ich so auch, um ehrlich zu sein, noch nicht gesehen. Hier steht es auf jeden Fall. Wir haben hier einmal salzige Kekse, einmal süße Kekse und einmal Kekse mit Schokolade. Ich weiß nicht, welche die salzigen Kekse sind. Aber ich schätze mal, dass hier werden diese Kekse sein. Die ganz hellen, oder? Wir probieren einfach mal. Ja, das sind auf jeden Fall die salzigen. Die eignen sich wirklich bestens für den Fisch hier. Ich gönne mir erstmal so ein bisschen Soße. Und probieren wir das Ganze mal. Das riecht so gut. Nein. Boah, da schüttelt es mich auf jeden Fall schon. Schmeckt echt extrem nach Dosenfisch. Also so wirklich, wirklich extrem. Und weil er so gut schmeckt, gönnen wir uns hier noch eine Gabel. Guten Appetit. Schmeckt wirklich so richtig stark nach Fisch. Ist auch sehr stark gewürzt, aber mit dem Keks kann man das essen. Irgendwie schmeckt es mir auch gut, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, es ist so ein Zwischending, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr penetrant im Geschmack. Aber mit dem Keks kann man das auf jeden Fall essen. Und in erster Linie soll das ja auch nicht schmecken, sondern satt machen und Nährstoffe liefern. Also von daher, aber diese Kekse, mega lecker. Dann hatten wir ja noch diese anderen Kekse hier, die etwas dunkler sind. Die sollen auf jeden Fall süß sein. Probieren wir mal, ob die wirklich süß sind. Oh ja, die sind in der Tat süß. Und eines muss ich noch dazu sagen, die sind nicht so knusprig wie die anderen. Also da ist einfach irgend so ein Zuckerüberzug oder irgend so eine Glasur da drauf, ganz dünn. Deswegen sind die, denke ich mal, süß. Aber dadurch geht eben so die Knusprigkeit verloren. Wirklich sehr schade. Dann haben wir nochmal eine Stufe dunkler mit Schokolade. Die sind auf jeden Fall wieder etwas knuspriger. Schmecken schon schokoladig, zwar nicht so sehr, aber man schmeckt schon, dass da Schokolade drin ist. Schmecken ganz gut und sind auf jeden Fall auch richtig fest. Also muss man ein bisschen aufpassen, nicht, dass man sich einen Zahn abbricht oder so. Aber richtig gute Kekse, gefallen mir. Was hat das Paket hier denn noch so zu bieten? Wir haben hier auf jeden Fall, was ist das denn? Machen wir dieses Döschen hier mal auf. Und, boah, echt keine Ahnung, ob das jetzt so ein Käseaufstrich, Schmelzkäse ist oder nicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier ein bisschen auf den Keks und probieren das Ganze einfach mal, dann sind wir schlauer. Riecht auf jeden Fall irgendwie
nach gar nichts, aber ich probiere einfach mal. Oh, Käse ist das auf jeden Fall nicht. Es ist extrem süß. Ich glaube, das ist Milchreis. Das müsste Milchreis sein. Ja, das ist Milchreis. Mega krass. Schmeckt sogar. Ein bisschen zu süß, aber kann man auf jeden Fall essen. Habe ich auch noch nie in einem Militäressen gesehen. Einfach so eine kleine Dose Milchreis. Mega geil, ey. Das feiere ich. Das feiere ich richtig. Des Weiteren haben wir hier auf jeden Fall noch eine Packung. Und zwar einmal hier dieses isotonische Getränk, was auch in fast allen Militäressen drin ist. Das werden wir gleich mal machen und ausprobieren. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Pflaumenmus. Kann man auch schön mit den Keksen essen. Pflaumenmus oder Pflaumenmarmelade. Hier haben wir noch eine Süßigkeit. Schokolade. Oh, sogar Fairtrade. Mega krass. Und hier haben wir nochmal so einen Obstriegel. Energy Barren. Ich würde mal sagen, wir probieren hier erstmal die Schokolade. 60% Kakao. Ich glaube, normalerweise haben die Schokoladen 70% Kakao. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber probieren wir die einfach mal. Ich glaube, die wird auf jeden Fall lecker schmecken. Diese Schokoladen in dem Militäressen, die schmecken immer richtig gut. Oh, lecker. Jawohl. Das ist gute Schokolade. Hier dann noch dieser Pfirsich Energy Riegel. Der sieht einfach hier so aus wie gepresster Teig oder sowas. Riecht auf jeden Fall ultra stark nach Pfirsich. Schmeckt auch nach Pfirsich. Ich meinte natürlich Aprikose, nicht Pfirsich. Schmeckt auf jeden Fall auch richtig nach Aprikose. Riecht richtig stark, richtig guter Geschmack. Gefällt mir. Kann man auf jeden Fall essen. Kann man sich schon mal gönnen. So, jetzt aber nach den ganzen Süßigkeiten habe ich Durst. Deswegen mischen wir uns das jetzt mal hier. 30 Gramm auf 500 Milliliter. Also die ganze Packung auf 500 Milliliter, hier habe ich ungefähr 125. Das bedeutet, wir tun da auf jeden Fall nicht die ganze Packung rein, sondern weniger. Ich mache das jetzt einfach mal so nach Gefühl. Meistens haben diese isotonischen Getränkepulver nicht so gut geschmeckt. Ich bin mal gespannt, wie das hier schmecken wird. Das ist ziemlich durchsichtig, ziemlich weiß. Normalerweise sind die immer so orange oder so. Das ist auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Ich probiere das jetzt erstmal. Oh. Das schmeckt auch etwas komisch, aber auf jeden Fall besser als die bisherigen, die ich probiert habe. Das schmeckt eher so nach Zitrone, aber auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, mir schmeckt das auf jeden Fall nicht so gut. Ja, kann man trinken, aber schmeckt auf jeden Fall nicht so gut. Was haben wir denn hier noch in der Ecke? Noch ein Riegel. Ha, wir haben hier noch nicht genug Süßigkeiten drin gehabt, ne? Also das Paket ist hier wirklich voller Süßigkeiten. Das hätte auch ich irgendwie packen können. Ich würde auch so viele Süßigkeiten reinhauen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Obstriegel mit Waffel. Was ist das denn für ein krasses Teil? Habe ich so in der Art noch nie gesehen. Erinnert mich irgendwie an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war auf dem türkischen Bazar und da gab es so Baklava und sowas. Aber da gab es auch solche komischen Teile. Die sahen so ähnlich aus wie dieses hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber erinnert mich irgendwie daran. Probieren wir den mal. Guten Appetit. Boah, jetzt so im Nachgeschmack. Echt mega süß. Also wenn ihr dieses Militäressen gegessen habt, wir werden euch die Arschbacken zusammenkleben, ey. Huiuiui, das ist echt verdammt süß. So, wir haben hier sogar noch so einen Riegel. Boah, hier sind echt viele Riegel. Ein Energy-Riegel, der soll mit Kaffee sein. Ach, den gönnen wir uns natürlich auch. Was soll der Geiz? Aber so langsam bin ich satt. Boah, der riecht richtig stark nach Kaffeebohne. Schmeckt so wie Teig mit ein bisschen Kaffee-Nachgeschmack. Kann man auf jeden Fall essen. Aber krass, einfach so ein Riegel mit Kaffee drin. Also falls man mal müde wird und gleichzeitig Hunger hat, ne? Und was haben wir denn dann noch drin? Noch ein Riegel. Himbeer. Ey, da sind so viele Süßigkeiten drin und so viele Riegel. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ist auf jeden Fall auch so eine Art Gelatine oder sowas. Probieren wir einfach mal. Also ich glaube, wenn ich so weitermache, werde ich bald übergewichtig sein. Ja, ich weiß gar nicht, wie man diese nennt. Diese Marmeladenriegel oder Gelatineriegel. Aber die schmecken auf jeden Fall richtig gut. Schmeckt nach Himbeertee, ey. Hm. Drei Sachen sind da noch drin. Wir haben hier einmal einen Esbit-Kocher. Den kennt ihr ja bereits. Gibt es echt ab und zu in Militäressen drin. Oh, Streichhölzer sind auch noch dabei. Und Zahnstocher sind auch noch drin. Das ist wirklich sehr praktisch. Ansonsten haben wir hier insgesamt 6x Esbit. Und hier den Esbit-Kocher. Und hier nochmal diese Chlortabletten, damit man Wasser reinigen kann. Also das Teil setzt man so zusammen. Dann kann man hier so ein Esbit da reinlegen, anzünden und da kann man sich irgendwas warm machen. Auf jeden Fall ein richtig gutes Paket.
Zahnstocher und Streichhölzer auch noch dabei. Richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch zwei große, dicke Hauptmahlzeiten. Zum einen, boah, irgend so ein Eintopf hier. Und zum anderen auch irgend so ein Eintopf. Wollen wir das mal aufmachen hier? Ja komm, machen wir mal auf, schau mal rein. Habe ich so in der Form auch noch nie gesehen, aber sehen eigentlich aus wie ganz normale Dosen, die man sich auch in den Supermarkt kaufen kann, ne? Ach ja, übrigens war in dieser Esspäckpackung noch eine Gabel, die man hier zusammenstecken kann. Richtig gut. Ich habe mich schon gefragt, ob hier ein Löffel oder eine Gabel dabei sein wird. Und auch nochmal so ein kleiner Müllbeutel. Also, das ist nicht nur ein Esspäckkoffer, sondern das ist hier ein ganzes Paket. Ein ganzes Survival-Militär-Paket. Richtig gute Sache. Hier ist auch nochmal abgebildet, wie der aufgebaut wird. Richtig, richtig gute Sache. Das hier ist auf jeden Fall irgendein Rindereintopf. 300 Gramm. Richtig schöne, dicke Packung. Richtig schöne, dicke Dose. Uiuiui. Mit Mais. Mit ganz viel Gemüse. Mit Kartoffel hier. Ich würde mal sagen, wir gönnen uns hier erstmal ein Stückchen Rind. Ich glaube, das ist Rind. Ich bin mir zwar irgendwie nicht sicher, weil es ein bisschen komisch aussieht. Aber ich denke, das wird Rind sein. Riecht ganz gut. Schmeckt wie ganz normales Dosenfutter, kann man essen. Was soll ich dazu noch sagen? Gut, Freunde, kommen wir zum Abschlussfazit des französischen Meal Ready to Eat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht. Also sowas habe ich bisher noch nie in der Art und Form gesehen. Was ich ziemlich gut fand, ist, dass es sehr gut verpackt ist, sehr kompakt. Man kann das locker in den Rucksack stecken, nimmt nicht so viel Platz weg. Ansonsten, für 24 Stunden war da echt alles drin. Man hat was zum Warmmachen gehabt. Man hat zwei vollwertige Mahlzeiten, die Dosen, da wird man auf jeden Fall satt. Man hat wirklich sehr viele Süßigkeiten. Man hat sogar drei vollwertige Mahlzeiten. Ich meine, fürs Frühstück das Müsli, dann vielleicht noch ein paar Kekse dazu und diese Marmelade, diese Pflaumenmarmelade. Drei vollwertige Mahlzeiten und richtig viele Süßigkeiten mit dabei. Ich habe noch nie Militäressen gehabt, wo so viele Süßigkeiten drin sind. Also satt wird man mit dem Militäressen auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass viele Sachen einfach so aus dem Geschäft sind vielleicht, aber bei diesem Militäressen fand ich das gar nicht so schlimm. Das war echt ziemlich gut abgestimmt, auch vom Verhältnis her. Also im Großen und Ganzen fand ich das Militäressen gut. Hat auch nur 20 Euro gekostet und für das Preis-Leistungs-Verhältnis echt top. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hier gibt's momentan täglich Videos. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.